Sicherheit im Beruf bedeutet für mich, dass man ein geregeltes Einkommen hat, dass man weiß, okay, was habe ich am Ende des Monats auf meinem Konto, wie viel Geld kann ich ausgeben und natürlich auch, dass das kontinuierlich ist, dass das für immer ist. Wenn ich bei Freunden, Bekannten, Verwandten schaue, die erstmal nur ein halbes Jahr ihren Vertrag bekommen bei der neuen Firma oder nur für den Sommer und im Winter wieder rausgeschmissen werden, sowas passiert immer öfter und immer mehr. Gerade auch mit jungen Menschen, die gut qualifiziert sind, die eine gute Ausbildung gemacht haben, vielleicht noch ein Studium. Trotzdem landen sie halt hinterher einfach nur in solchen prekären Beschäftigungsverhältnissen. Man macht sich Gedanken, behalte ich meinen Job dort, wo ich jetzt gerade bin? Kann ich mit meinem Gehalt weiterrechnen? Kaufe ich mir ein neues Auto oder kaufe ich mir kein neues Auto? Möchte ich vielleicht eine Familie gründen? Und wenn ich eine Familie gründen möchte, dann muss ich ja auch irgendwie zu Hause bleiben oder mein Partner, irgendjemand muss ja um das Kind kümmern und dann ist nur noch ein Einkommen vorhanden. Dann macht man sich natürlich viele Gedanken drum. Ich komme morgens früh zur Arbeit, ich bleibe lange auf der Arbeit, lass vielleicht mal die eine oder andere Mittagspause ausfallen, die unbezahlt ist, komme auf ein Wochenende und mache diese Weiterbildung noch nebenbei, die Meisterschule, wo ich einfach ja ziemlich viel von meinem Privatleben zurückstellen muss, damit ich halt irgendwann vielleicht mal ein anständiges Leben in meinem Beruf habe. Also ich möchte einfach nur, dass am Ende des Monats ich genug Geld immer zur Verfügung habe, um halt mein Leben vernünftig zu leben und mir keine Sorgen machen muss. Ja, auf jeden Fall kann die IG Metall uns alle unterstützen, dass wir Sicherheit haben.